Sehen wir nur ein trügerisches Bild an den Börsen? Und damit hallo und herzlich willkommen zum Wochenausblick von tradingportal.net. Ja, die Indizes konnten die Woche noch halbwegs ordentlich beenden und blickten sie vielleicht etwas zu sorglos auf die aufkommenden Gefahren, die sich in der vergangenen Woche noch verstärkt haben. Thema Brexit, harter Brexit. Boris Johnson hat es gesagt, die Gespräche sind letztendlich gescheitert. Man sollte auf einen harten Brexit blicken, bisher komplett ignoriert. Außerdem hatten wir natürlich die Stimulus-Hoffnung, die immer wieder hochgehalten wird, die Fahne in den USA. Sie sind der nächste Geldregen, bitte. Aber auch hier gibt es keine Annäherung und der Wahltermin ist nun so nah, es wird davor keine irgendwelche Geschenke mehr geben. Und danach vielleicht Unsicherheit nach der Wahl, bis dann irgendein neues Programm veröffentlicht wird. Das wird Zeit in Anspruch nehmen. Bisher ist immer noch die Hoffnung da, dass es vielleicht doch noch was gibt. Aber das ist eine sehr trügerische Hoffnung. Vermutlich wird es das nicht geben. Dann natürlich das Thema Wahl. Wird es ein enges Ergebnis? Wird es Sicherheit geben oder bleibt es eine lange Hängepartie? Auch komplett ignoriert. Und dann natürlich überall nun auch Corona, vor allem in Europa, ziehen die Fallzahlen steil nach oben an. Die ersten Länder mit Teil-Lockdowns und weiteren Einschränkungen bisher komplett ignoriert. Aber die Märkte standen natürlich auch etwas unter dem Einfluss vom kleinen Verfallstermin, den wir Freitag hatten. Da waren die Kurse ja sogar noch etwas gelenkt. Es kann gut sein, dass wir dann am Montag eine neue Bewegung sehen können, wo vielleicht auch der Blick etwas mehr auf die Gefahren wieder gerichtet werden. Wir blicken mal auf den Wochenverlauf hier bei den US-Indizes. Es ging ordentlich steil nach oben, vor allem bei den Tech-Werten. Nasdaq 100 zu sehen, hier blau, da ging er steil durch die Decke. Das hatten wir vor einer Woche auch thematisiert. Der Nasdaq 100 hatte eine ISKS-Umkehrformation fertig ausgebildet, auf Wochenschlussbasis aktiviert und am Montag mit plus 4% ist er direkt reingesprungen in dieses Kaufsignal. Aber erste Widerstandszone, dort hat er nun zwei Tage geknabbert und sie nicht überwunden. Das bleibt in der nächsten Woche sehr spannend, ob er darüber kommt. Darüber würde das Allzeithoch rufen. Underperformer in der vergangenen Woche im US-Markt waren wieder mal die Nebenwerte, die Small Gaps, die die Woche am Ende sogar mit einem Minus abschließen mussten. Wir blicken auf die Indizes in Europa. Da gab es zur Wochenmitte ja diesen Rutsch, da kam ein bisschen die Corona-Angst durch, weil eben die ersten Länder wieder Lockdowns, zumindest Teil-Lockdowns, ausgerufen haben. Und das Märchen eben von der V-Erholung der Wirtschaft, ja, gerät so etwas in Stocken. Ob man nun so dynamisch sich in den Winter erholen wird oder ob man vielleicht sogar schwächer wachsen wird, was eigentlich sehr wahrscheinlich ist. Die Leute reisen weniger, die Leute konsumieren weniger. Das ist hier, dass dieses Märchen so ein bisschen auf schlechtem Fundament steht und dieser Sorge kam etwas rein, aber wir haben es dann wieder etwas stabilisiert. Vielleicht der kleine Verfallstermin am Freitag hat dafür gesorgt. Wir hatten das thematisiert, der wichtige Wochensupport war zugleich auch eine Zone für die Stillhalter, wo sie nicht unbedingt abrechnen wollen. Wir werden Montag sehen, ob hier vielleicht wieder etwas mehr Gefahr eingepreist wird. Am Ende haben die Indizes rot geschlossen, der DAX minus 1,1%, aber trotzdem noch sehr im Rahmen. Wir blicken ja nun eigentlich auch auf die Saisonalität. Diese Grafik hatte ich euch Freitag oder Donnerstag schon gezeigt für den S&P 500. Hier statistisch ausgewertet von 1985 bis 2019. Und gerade Ende Oktober, Anfang November war eigentlich meistens die Zeit, wo dann eben ja die Saisonalität griff, die Jahresendrallye-Stimmung aufkam und man eine positive Performance hinlegen konnte. Aber in diesem Jahr ist eben doch so vieles anders. Die Saisonalität, Zellen May ist auch komplett ausgefallen bzw. komplett umgedreht war sie. Wir sind im Jahr der Pandemie und das vierte Quartal könnte auch aufgrund dieser Sachlage auch etwas schwieriger werden. Aber normalerweise in den letzten Jahren begann jetzt eigentlich die gute Saisonalität. Aber in diesem Jahr haben viele solche Regelmäßigkeiten gar nicht gegriffen. Ja, die Berichtssaison nimmt nun auch in der nächsten Woche richtig Fahrt an. Es berichten unter anderem Tesla, wird nächste Woche berichten Netflix, Intel, IBM, American Express und übernächste Woche kommen dann die ganz großen Texte dazu. Microsoft, Amazon und Apple berichten dann ihre Zahlen. Also übernächste Woche, nächste Woche erstmal Netflix und Tesla und Intel. Könnte dann
erstmals interessant, wenn eben auch für die Tech-Werte, den Nasdaq, der nur an der wichtigen Widerstandszone steht. Das wird besonders spannend. Allgemein wird erwartet, dass das dritte Quartal im Durchschnitt einen Gewinnrückgang von minus 20% mit sich bringen wird. Vielleicht etwas besser ausfallen, vielleicht etwas schlechter, aber um 20% wird man doch fallen, einen Gewinnrückgang haben zum Vorjahreszeitraum. Q3 etwas besser als das zweite Quartal, aber auch das vierte Quartal wird einen Gewinnrückgang mit sich bringen. Es bleibt ein schwieriges Jahr, das bleibt festzuhalten. Zu sehen hier aber auch, dass die Tech-Werte der einzelnen Sektoren dargestellt, die Tech-Werte haben die Chance, dass sie vielleicht das den Vorjahreszeitraum etwas überbieten könnten und sogar eine Gewinnsteigerung mit sich bringen können. Alle anderen Sektoren werden zum Teil doch einen massiven Gewinnrückgang mit sich bringen. Tja, die Aktienmärkte hingegen, gerade die US-Börsen, gerade US-Tech-Börsen, die steigen hingegen ordentlich weiter. Sie preisen hier irgendetwas ein, was es so gar nicht gibt. Im Fokus waren auch in der vergangenen Woche die Anträge auf Arbeitslosenhilfe. Hier zu sehen die Erstanträge Arbeitslosenhilfe USA. Die stehen weiterhin auf vierfachem Niveau oberhalb der auf vierfachem höheren Niveau als vor Krisenzeitraum. Ich hoffe, ihr habt es jetzt verstanden. Also vierfach höher stehen sie noch und vor allem ist die Dynamik raus gewesen. Man hat einfach keine Abwärtsbewegung mehr gesehen. In der vergangenen Woche gab es hingegen nun wieder einen Anstieg, sogar bei knapp 900.000 Erstanträge wurden gemeldet. Auch die Vorwochenzeitraum mussten wieder nach oben angepasst werden. Also nicht nur die Dynamik ist abnehmend, im Gegenteil, jetzt steigen die Erstanträge sogar wieder an. Vielleicht wirklich ein Zeichen für die kalte Jahreszeit, wo eben diese, ja, wiederhole mich da, das Märchen von der V-Erholung doch arg ins Stocken geraten könnte. Dann haben wir das Thema Corona am Ende zum Abschluss dieser Grafik noch, warum eben jetzt noch gar nicht so eine Panik herrscht und der Markt es vielleicht locker sieht. Hier ist die interessante Grafik von Bloomberg zu sehen. Blau sind die Corona-Fälle und gelb sind die Todesfälle zu sehen, dass man im Gegensatz zum Frühjahr jetzt sehr viele Fälle hat, aber eben die Todesrate doch relativ gering noch ist. Natürlich testet man jetzt mehr, man ist besser vorbereitet, man bekommt immer so eine hohe Dosis ab, man hält mehr Abstand und vor allem sind bisher eigentlich viele junge Menschen, bisher oder relativ junge Menschen betroffen, sodass eben die Todesrate anscheinend relativ niedrig gehalten wird. Ob das in Zukunft sein wird, wenn die Fälle weiter ansteigen, wenn vielleicht auch Ältere wieder betroffen sind, das wird sich zeigen. Aber sicherlich ein Grund ist diese Grafik, dass man relativ aktuell doch das Gefühl hat, dass sehr viel Sorglosigkeit unterwegs ist und vielleicht, dass sich auch etwas auf dem Markt ja abfärbt. In der nächsten Woche, wie gesagt, die Berichtssaison nimmt ordentlich Fahrt an: Tesla, Netflix, IBM, American Express, übernächste Woche Apple, Microsoft, Amazon dabei. Und dann haben wir außerdem noch die Einkaufsmanager-Indizes, verarbeitendes Gewerbe, USA, Eurozone, Deutschland, mehrere EU-Länder, dann auch die Dienstleistungssektor. Wir haben das TV-Duell Biden-Trump, das letzte Duell. Am Freitag gibt es das in aller Früh. Und das Beigebuch der Fed, den Konjunkturbericht, dürfte Mittwoch auch interessant sein. Aber das ist alles untergeordnet, ja, zum Thema Stimulus und zum Thema Corona. Hier kann jederzeit Dynamik wirklich aufkommen, da die Gefahren aktuell wirklich sehr sorglos vom Markt ignoriert werden. Und wenn diese plötzlich mal eingepreist werden, wenn diese Gefahren re als real erkannt werden, kann es wirklich mal heftige Bewegungen geben. Bisher haben wir diese nicht. Das Bild mache ich aus. Und wir wollen jetzt einfach mal wieder durch die Chartreihen blicken. Kurz noch der Hinweis. Wir haben Kapitelmarken, weil das Video mal etwas länger ist. Ihr könnt zu den einzelnen Themen einfach springen, indem ihr die Kapitelmarken auswählt aus der Videobeschreibung oder einfach im roten Laufband den entsprechenden Bereich auswählen. Nun gut, wir gehen hinein in unsere einzelnen Grafiken, die ich euch mitgebracht habe. Wir beginnen wie immer beim S&P 500 in den USA, beim Quartalchart, ganz große Bild seit 1990, zeige ich euch sehr lange. Und einige kennen es natürlich schon in- und auswendig, aber für die neuen Zuschauer ist es natürlich auch interessant zu sehen. Jede Kerze stellt ein Quartal dar. Seit 1990, da hatten wir seit 1990 bis zum Jahr 2000
Ihr erinnert euch, Dotcom-Bubble gab es hier, ging es 430% nach oben. Danach hatten wir knapp 10 Jahre eine Konsolidierungsphase. 10 Jahre Konsolidierung, das kann sich keiner wirklich vorstellen, aber sowas gibt es und sowas gab es immer wieder. Diese Konsolidierung sieht aus wie eine Seitwärtsphase, aber in der Spitze ging es doch minus 57% nach unten. Hier war die Finanzkrise. Tiefpunkt der Konsolidierung wurde dann quasi hier gefunden. Danach ging es wieder 430% knapp nach oben, also wie die Bewegung der 90er Jahre, gab es dann die Bewegung 2010 bis 2020, abermals gut 10 Jahre mit gleichen Dimensionen nach oben, wieder 430% hier hoch in die mögliche Zielzone. Dort stehen wir nun, vergangenes Quartal getestet, dieses Quartal stehen wir wieder dran. Und nun ist die Frage, ob hier wirklich ein übergeordneter Gipfel gebildet werden kann, dass eben hier dieses Muster Bestand hat. 10 Jahre 430% nach oben, ist knapp 10 Jahre Konsolidierung, dann wieder 10 Jahre 430% nach oben. Und nun, oben angekommen, folgt 10 Jahre eine Konsolidierung vom Muster, wirklich sehr interessant. Und wenn wir wieder hier 57% nach oben, nach unten fallen würden, wird man genau hier ankommen, am 61,8 Retracement dieser übergeordneten Bewegung. Allgemein, das ist schon interessant, dass dort genau das 61,8 Retracement verläuft. Und die Hochpunkte aus der Dotcom-Bubble und der Finanzkrise. Also hier kommt wirklich so viel zusammen, nicht nur von der zeitlichen Komponente, auch von den Dimensionen her. Das passt wirklich wie die Faust aufs Auge, möchte man meinen. Aber tritt ja Schwäche ein, ja oder nein. Wir werden es so schnell nicht erfahren. Die Gipfelbildung dauert hier oben immer ihre Zeit. Vergangenes Quartal haben wir es getestet. Hier stehen wir genau im zweiten Quartal. Hier die letzten Quartalskerzen bei den Gipfeln waren meistens zwei oder sogar drei Quartalskerzen, die es gebraucht hat, bis eben die große Umkehr eingeleitet wurde. Das ist wirklich das ganz große Bild. Ja, ne? Jede Kerze ein Quartal übergeordnet. Und sehr langfristig. Aber hier hat man einfach einen Bereich erreicht, der nun sehr interessant ist, wo eben eine Umkehr einsetzen kann. Interessanter Fakt noch, wenn er es doch noch schafft, die Rallye fortgesetzt hat im US-Markt, 3630 Punkte. Wenn der S&P 500 das bis zum Wahltermin schafft, wäre es die stärkste Rallye, die der S&P 500 jemals gesehen hat in seiner Geschichte. Und das im Jahr der Pandemie mit den ganzen Gewinnrückgängen, die ich euch eben schon gezeigt habe. Interessant, aber das passt eben auch zu dieser besonderen Zeit. Wir gehen mal weiter in das paar Zeitebenen zurück. Jetzt sind wir immer noch beim S&P 500 im Wochenchart. Jetzt jede Kerze stellt eine Woche dar. Das ist Broadening Top, was ich euch auch schon mehrfach gezeigt habe. Hier von 2018. Wir hatten in der vergangenen Woche diese Wochenkerze ausgebildet. Und da hatte ich euch schon gesagt, ja, das ist eine Einladung für die Bullen, einen neuen Hochpunkt auszubilden, nochmal zur Oberkante zu laufen. Die Oberkante haben wir letztendlich nicht ganz erreicht. Es haben gut 15 Punkte gefehlt. Aber gut, soll die Sache jetzt ja nicht weiter schmälern. Interessant ist letztendlich, dass die Bullen nicht hoch schließen konnten. Nicht, dass sie nah rangelaufen sind und dort hoch geschlossen haben. Nein, sie haben wieder zur Schwäche tendiert und unterhalb dieser wichtigen Widerstandszone. Die Frage ist, können die Bären das aufgreifen? Also unterhalb der Oberkante Broadening Top jetzt vielleicht einen Doppel-Top ausbilden, dann müsste die nächste Woche bereits schwächer ausfallen. Das ist eine Chance für die Bären. Können sie diese aufgreifen? Wir werden es erleben. Aber allgemein glaube ich auch, dass der Weg nach oben jetzt erstmal wirklich mühsam ist. Die Luft ist dünn. Aber durch das übergeordnete Bild, dieser große Widerstandsbereich, und jetzt hier auch das Broadening Top, was noch zieht, dann haben wir schon eine Wochenkerze, die nicht so eine große bullische Einladung ist. Maximal wird man vielleicht nochmal oben anklopfen können, 3590. Noch nicht mal ganz, 3580, 3590, die Oberkante Broadening Top. Aber da ist die Luft, ist glaube ich beim S&P 500 erstmal sehr dünn. Die Bullen müssen versuchen jetzt, dass die Bären hier kein Doppeltop ausbilden und weiter nach unten marschieren, die 3400 wieder hergeben. Dann könnte hier schnell Druck aufkommen und man könnte sich auch wieder diese Bewegung hier unten befinden. Also durchaus interessant. Die Bullen haben ihre Chance aufgegriffen zum Wochenauftakt, was die Vorwoche geboten hat, aufgegriffen, aber konnten sie eben nicht über die Ziellinie mit sich bringen. Man ist bärisch angehaucht, steht weiter hier in dieser Formation und jetzt könnte sich auch noch eine Umkehrformation andeuten. Also die US-Bullen müssten ein wenig mehr zeigen. Und wir bleiben in den USA, gucken jetzt zum Nasdaq-Index. Monatschart, jede Kerze wieder eine
Monat hier ist die Dotcom-Bubble, wo steil nach oben ging. Im Gegensatz zu aktuellen Rallyes, zu aktuellen historischen Hosse, keine war länger, keine war stärker bei der Nasdaq, haben wir hier den Dotcom-Bubble, die eine ordentliche Korrektur dieser Hosse gesehen, bis zum 50er Retracement, man sogar etwas weiter. Das ist eine ganz saubere Korrektur. Und hier seit in der Notenbank Hosse nichts passiert. Im Gegenteil, hier haben wir noch den Trendkanal seit 10 Jahren, den Hosse-Trendkanal haben wir zum Zeitpunkt der Pandemie auf der Oberseite verlassen. Hier hat man das früher und danach gab es nur grüne Monatskerzen. Beste aller Zeiten. Hier haben wir gesehen, okay, der Tech-Sektor hat die Chance, vielleicht eine minimale Gewinnsteigerung zum Vorjahr hinzulegen. Minimal, wenn überhaupt. Ansonsten ist es auch ein Gewinnrückgang. Aber nein, wir haben die beste aller Zeiten. Wir laufen oben durch, haben die Hosse-Aufwärtstrendkanäle auf der Oberseite verletzt und bisher verteidigt. Das ist unsere neue Monatskerze. Vergangenen Monat haben wir die Oberkante vom Trendkanal getestet, sind nicht wieder reingetaucht. Wenn man wieder reintaucht, kann schnell Druck aufkommen. Da könnte man auch den kompletten Trendkanal mal wieder durchlaufen. Aber oberhalb lebt einfach die Chance, dass man nochmal raus beschleunigen kann. Bisher fehlen die Anschlusskäufer, also dritte Monatskerze nebeneinander. Man bleibt im Wirkungsbereich von der Oberkante. Aber oberhalb hat man einfach die Chance, dass man doch weiterlaufen kann. Die Bären brauchen den Rutsch zurück. Und das können wir uns einfach hier nochmal anschauen. Das ist das Tagesschart von der Nasdaq. Hier ist die Oberkante von diesem Trendkanal. Sind wir rausgebrochen, immer am mittleren Bollinger Band hochgezogen. Hatten wir dann im September sind wir durchgebrochen. Der Bereich hier unten, die Oberkante war frei. Und die große Frage, kann man sich stabilisieren, ja oder nein? Wir hatten diese ISKS-Formation ausgebildet. Schulter, Kopf, Schulter, Nackenlinie. Das war vergangene Woche Freitag. Sind wir rausgebrochen. Das war der Montag mit dem 4% nach oben. Aber ihr seht es auch schon, dass der in der Tageskerze einen Docht stehen gelassen hat, dass er wieder abverkauft worden ist. Unter die Trendlinie kam den nächsten Tagen auch nicht rüber und ist dann hier in diesem seinen untergeordneten Trendkanal nochmal auf zur Unterseite gelaufen, aber konnte sich eben nicht lösen. Das steht in der nächsten Woche, steht er wieder im Blickpunkt 11.900, müsste man jetzt schon kämpfen, um drinne bleiben zu können. Und danach müsste man im zweiten Schritt über die 12.150 steigen, um eben die Kraft weiterhin zu haben, das Allzeithoch anzugreifen. Unterhalb steht die Nackenlinie doch im Fokus. Wir haben ja noch ein kleines Gap offen vom Montag. Das reicht ab 11.717. Das wäre ein erster Schritt, den man erreichen könnte. Im zweiten Schritt in ungefähr die 6.50. Die Nackenlinie der Umkehrformation wäre ein wichtiger Support, wenn man aus diesem Trendkanal rausbricht. Passenderweise, ihr seht es schon hochlaufen, das mittlere Bollinger Band wieder, das dürfte Montag und Dienstag bereits diesen Nackenlinien, diesen wichtigen Support verstärken, sollte man meiner Meinung nach unbedingt im Auge behalten. Es deutet sich an, dass man hier rausbrechen kann. Die letzte Freitagskerze war schon nur noch so Klammern am Trendkanal. Kommen wir unterhalb rein, wäre es eine Einladung, die nächsten beiden Tageskerzen durchaus hier in dieser Range auszubilden. Mittleres Bollinger Band, Nackenlinie bilden dann einen wichtigen Kreuzsupport. Wenn man dort durchbricht, kann ja wieder eine Falltür aufgehen Richtung Oberkante Trendkanal, wo zusätzlich nun auch die 100-Tage-Linie hier gäbe in Form vom SMA 100 verläuft. Also dieser Cluster könnte aufgehen, wenn man hier Nackenlinie, Kombi-Support, Nackenlinie, mittleres Bollinger Band verletzt. Das könnte in der nächsten Woche hier spannend werden. Wir blicken weiter, wir gehen nochmal so diese Divergenz ein, die ich euch auch regelmäßig zeige. Blau zu sehen, Nasdaq 100, gelb zu sehen, S&P 500 und darunter ist der DAX Performance Index. Hier die Dotcom-Bubble, wir hatten, da ging wieder eine große Divergenz aus. Techs waren der große Outperformer. Dann haben wir hier die Finanzkrise, ging auch die Divergenz aus, aber nicht so stark. Und jetzt hier in der Notenbank Hossa ist die Divergenz nochmal ordentlich aufgegangen, stärker als zur Dotcom-Bubble. Die Frage ist, wird diese wieder geschlossen? Ja oder nein? In der Vergangenheit wurde sie bisher immer geschlossen. Am Ende der Krise gab es dann quasi zum Zenit gab es dann immer diese Anpassung. Breite Markt und Tech-Werte haben sich wieder erreicht. Auch hier zur Finanzkrise, bevor es danach wieder aufging. Da sind einfach die Fantasiewerte drin, die stets mit pushen, die einfach interessant sind. Die Frage ist, wird es hier diese Anpassung auch geben können? Die Divergenz ist schon so groß, es müssten ja starke Verwerfungen in der Nasdaq auftreten, wenn diese geschlossen wird.
Das ist, zeige euch einfach das Bild, ihr könnt es euch selbst überlegen, was passieren wird. Interessant finde ich jedenfalls auch diese Underperformance beim DAX hier, also DAX 2015. Letztendlich ist der auf dem Niveau seit 2015. Er kommt nicht wirklich von der Stelle, hat in den letzten Jahren diese Underperformance noch ausgebaut. S&P 500 ist etwas davon geeilt, ist natürlich auch etwas tech-lastig geworden, aber der DAX ist hier als Underperformer deutlich zu erkennen. Und da könnte natürlich wieder mehr leiden, wenn die US-Indizes nach unten ziehen. Dieses gleiche Bild habe ich nochmal dabei. Diesmal aber auf Sicht der letzten 60 Tage. Nasdaq, S&P 500 gelb, unten der DAX Performance. Und auch hier der DAX eigentlich seit 16 Tage unverändert. Hat ja so einen Seitwärtstrend eigentlich ausgebildet. Divergenz zum US-Markt ist immer wieder aufgegangen. Jetzt in den letzten 2 Wochen doch wieder deutlich nach oben aufgegangen. Hier deutet sich wieder etwas an, dass diese Divergenz geschlossen werden könnte. Entweder der DAX macht einen Alleingang, weil er ja selber immer der große Outperformer ist. Oder werden die US-Indizes wieder folgen und diese Divergenz schließen. Also die ist wieder aufgegangen, wie damals Anfang September. Damals gab es die ja, ruckartige Schließung durch vor allem auch die US-Indizes. Vielleicht kann dies auch wieder so sein. Stimulus Hoffnung, die versiegen, weil der Termin einfach der Wahltermin schon fast dran ist und es keine Fortschritte gibt. Kann sein, dass hier die Divergenz wieder geschlossen wird und man sich wieder anpasst. Wir gehen mal in den DAX hinein, DAX Quartalschart, jede Kerze ein Quartal, das ganz große Bild, Dotcom-Bubble, Finanzkrise, weiß eingezeichnet die jeweiligen Rezessionen und hier ist unsere Pandemie. Diese Phase in den letzten Wochen vom ersten Quartal ist diese ja voll eingeschlagen, hat man 40% nach unten abgegeben und danach eigentlich nur noch grüne Quartalskerzen ausgebildet. Beste aller Zeiten. Jetzt gehen wir in den super Winter hinein mit einer super V-Erholung. Ach, was sage ich? Die Gewinne steigen noch viel mehr, oder? Das ist die große Frage. Auffällig hier, habe ich euch auch mehrfach gesagt, der Faktor Zeit, der einfach nicht passt. Nicht nur von der Dimension her, von der Ausprägung, sondern auch Faktor Zeit. Hier Dotcom-Bubble hat eigentlich vom Jahr 2000 bis Jahr 2007 gebraucht, um wieder das Vorkrisenniveau zu erreichen. 2003, 3 Jahre nach dem Hochpunkt, gab es den Tiefpunkt erst. Man hat ja wirklich 7 Jahre gebraucht, dann 2007, 2008 die Finanzkrise hier zu sehen. Tiefpunkt gesehen 2009 und das Vorkrisenniveau hat man erst 2013 wieder gehabt. Und jetzt haben wir hier die Pandemie und das Vorkrisenniveau haben wir schon im zweiten Quartal danach gesehen. Also dieser Faktor passt einfach nicht zusammen, aber es sind eben auch die Notenbanken, die ja extrem auch historisch agiert haben. Das sollte man nicht vergessen, aber das Gap zur Realwirtschaft ist eben trotzdem aufgeschlagen. Und dieses Gap kann auch schmerzvoll sein und kann gegebenenfalls auch die Märkte dementsprechend wieder dahin drücken. Wenn wir in eine neue Marktphase eingetaucht sind, wie gesagt, dann ist das hier wahrscheinlich nicht beendet innerhalb von 2, 3 Quartalen. Dann kann es gut sein, dass man wirklich länger uns jetzt hier in eine Schwächephase bewegen. Wie gesagt, Dotcom-Bubble 2000, 2007. Und dann Finanzkrise 2008 bis 2013. Wir hatten ja ganz am Anfang den S&P 500 gesehen, den Quartalschart, den ganz großen, wo wir jetzt eine wichtige, wo das Muster, das große Muster gesehen haben, wo wir jetzt eine wichtige Zielzone gelaufen sind. 10 Jahre Anstieg, 10 Jahre Konsolidierung. Wenn ich hier so die Zeiträume sehe, würde eigentlich gut zueinander passen, ne? Dass man hier vielleicht doch in einer neuen Marktphase uns befinden und hier wir in einem sehr volatilen Bereich vielleicht noch längere Zeit, vielleicht viel längere Zeit verbringen werden. Mal sehen. Die Muster der Vergangenheit deuten es eigentlich an, aber vieles ist ja in diesen Zeiten doch anders. Auf Quartalssicht schauen wir auf die ersten Unterstützungen und Widerstände. 13.200, 13.165 hatte ich euch immer thematisiert. War in der vergangenen Woche ja auch das große Bereich, wo wir hinspringen sollten, ab wo dann aber auch wieder Schwäche eintreten soll. Wir sehen ja in der Quartalskerze, wir sind oben angekommen, nicht drüber gekommen. Es ist der erste Widerstandsbereich. Unterhalb ist die 11.000, mittlere Bollinger Band bei 11.835 knapp zu nennen, dann das Retrace mit 61,8er bei knapp 6,80, also knapp 11.700, 11.800, wichtiger Support im großen Quartalschart auf der Oberseite 13,2, falls wir uns festsetzen könnten, oberhalb der 13,2, seit bisher haben wir nur Schwächephasen an der 13,2, dann wäre ein Angriff auf die 13,5 und im zweiten Schritt sogar das Allzeithoch möglich.
Mal sehen, ob das gelingen kann. Der DAX hier seit 2015 letztendlich kommt er nicht wirklich voran. Aber hier unten rot deswegen markiert, erster wichtige Support 11,7, 11,8. Wenn wir dort durchtauchen könnten, kann es wirklich wieder in den 10.000er Bereich zurückgehen. Vermutlich dann auch mit Dynamik. Hier im Quartalschart mit der Quartalskerze haben wir vergangene Woche den ersten Widerstand getestet. Wir gehen weiter und schauen uns das identische Bild einfach nochmal im Tagesschart an. Hier ist die Dotcom-Bubble nochmal, hier ist die Finanzkrise und hier hinten eben auch die Pandemie. Seit eben der Dotcom-Bubble bewegen wir uns so in einen steigenden Dreieck. Die Unterseite wurde verletzt zur Pandemie, aber eben auf Monats- und Quartalsschluss verteidigt. Das hat diese große Rallye nach oben ermöglicht, die 63% umfasst innerhalb kürzester Zeit erst 40% runter, dann 63% hoch. Es ist wirklich ein besonderes Jahr, in dem wir uns befinden und vielleicht ist das Besondere noch nicht zu Ende, denn auch den Faktor Zeit, das sieht man hier auch sehr gut in der Dotcom-Bubble zur Finanzkrise hier und von der Finanzkrise dann zum Vorkrisenniveau hier 5 Jahre vorbei und hier ist jetzt die Pandemie, da muss man schon reinzoomen, damit man diese so richtig sehen kann in den großen Chartbildern. Das passt eigentlich nicht so recht zusammen. Wichtiger Support, übergeordneter Support ist ja knapp die 8.100, sind die Hochpunkte aus der Finanzkrise. Und der Dotcom-Bubble hatten wir fast erreicht. Hier ist so Pandemie-Panik, da darf man nicht reinfallen. Wenn man dort reinfallen, hier das Dreieck auch noch auflösen, da kann ja wirklich für einen längeren Zeitraum kann der DAX ein ganz schwieriges Fahrwasser geraten. Kann sich aktuell auch niemand vorstellen, möchte ich mir auch nicht vorstellen. Das würde dafür sprechen, dass man wirklich in eine ziemliche Schieflage geraten. Dann könnte ich hier diese übergeordnete Aufwärtstrend seit der 90er Jahre könnte dann in den Blickpunkt rücken, der aktuell bei 5.000 irgendwo verläuft. Das zeige ich euch bloß. Ich nenne euch wirklich bloß bei diesen großen Bildern nur die ganz übergeordneten Marken, damit man die mal gehört hat. Die 8.1, da darf nichts passieren, da darf man nicht runter, falls doch. Kommen wir in ganz schwieriges Fahrwasser. Interessant hier auch, hatte ich euch gezeigt, hier seit 2005 der DAX am Allzeithoch. Er kommt einfach nicht von der Stelle. Wir hatten ja die Gegenüberstellung mit dem US-Markt, dass er hier wirklich seitwärts läuft und nicht weiterkommt. Und interessant eben, dass er eben seit 2005 am Allzeithoch eben auch immer wieder deutlich abverkauft wird. Nicht nur ein bisschen Allzeithoch erreicht, ein bisschen zurück und dann nächster Angriff. Nein, das Allzeithoch wird nicht gekauft. Es wird einfach nicht gekauft, sondern stark abverkauft. 2015 ging es 30% vom Allzeithoch nach unten. 2017, 2018 ging es 25% nach unten. Und zur Pandemie ging es 40% nach unten am Allzeithoch. Jetzt stehen wir wieder hier am Allzeithoch. Fast rangekommen. Wenn wir jetzt wieder runterfallen, 25%, 30%, also das Mittel eigentlich dieser letzten Rückgänge, dann wären wir wieder an der Verbindungslinie angekommen, Dotcom-Bubble und Finanzkrise. Das wäre eigentlich eine saubere Bewegung, muss ich sagen, dass man hier runterläuft, vielleicht noch Doppelboden ausbildet und dann dieses Dreieck verteidigt und mal richtig nach oben durchstarten kann, Richtung 14, 5, 15.000, danach mit einem soliden Boden. Es würde sich eigentlich, würde es sich anbieten, auch jetzt zu dieser Jahreszeit, ne, wo Pandemie wieder umgeht, wo die V-Erholung einfach diese Fantasie nicht mehr aufrechterhalten werden kann. Die Unternehmen haben zu tun, einzelne Sektoren, die leiden massiv. Da kann man nicht von einem massiven Aufschwung sprechen. Man bleibt im schwierigen Fahrwasser. Und gerade hier seit 2015, da waren wir in einer Wachstumsperiode. 10 Jahre hatten wir Wachstum, hatten auch keine extreme Überschuldung. Wir hatten Notenbanken, die günstiges Geld, Nullzinspolitik gab es da auch schon, QE-Programme gab es da schon. Trotzdem wurde der DAX immer wieder 20, 30% abverkauft, hier Pandemie 40% sogar. Jetzt stehen wir wieder dort und stehen eigentlich fundamental deutlich schlechter da. Und diesmal soll man ausgerechnet oben durchmarschieren. Wir werden es sehen. Ihr könnt es euch selbst das Bild malen quasi. Ihr könnt auch gerne eure Meinung in den Kommentarbereich posten. Das würde mich sehr interessieren. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir wirklich nochmal abprallen und hier diese Seite unten testen können, dass es volatil erstmal weitergeht. Und dann müsst ihr verteidigt werden. Dann haben wir ein schönes Fundament für eine längere bullische Aufstiegsbewegung. Kommen wir rüber hier. Über die 13.500 ruft hingegen wirklich das Allzeithoch. Mal sehen, ob es wirklich so nachhaltig sein kann oder ob man wirklich die obere Begrenzung dann sogar anlaufen kann, die weit über die 14.000 schon reicht. Aber schwierig vor diesem Fundament. Schwierig, schwierig. Wir schauen einfach an, wie der Kurs sich verläuft, welche Marken gerissen werden und welcher Cluster dann aktiv ist, bevor wir dann extrem viel spekulieren. Das Muster der Vergangenheit sagt zumindest Vorsicht.
Vorsicht, wir sind wieder hier oben angekommen. Wir sind seit letzten 5 Jahren immer oben angekommen, sind seit 5 Jahren immer der Underperformer gewesen. Diesmal ist das Fundament deutlich schlechter. Und das Muster hier, es lädt vielleicht wirklich ein, nochmal etwas Dynamik auf der Unterseite zu sehen. Wir sehen ja auch etwas, so vielleicht eine mögliche Umkehrformation, die sich ausgebildet hat. Schulter, Kopf, Schulter, wieder Schwäche. Jetzt glaube ich die rechte Schulter. Ausgerechnet, jetzt kommt ein bisschen Corona wieder auf. Mal sehen. Es ist spannend. Das vierte Quartal wird, glaube ich, noch richtig spannend werden. Wir gehen jetzt hinein in den Monatschart, blicken ein bisschen, was uns jetzt kurzfristig auch erwarten kann. DAX-Monatschart. Hier ist die aktuelle Monatskerze. Hier ist wieder 2015. Also wir kommen einfach nicht voran. Also doch 2017, 18, 2020. Der DAX in einer Seitwärtsphase eigentlich seit 5 Jahren. Hier die aktuelle Monatskerze innerhalb der Vormonatskerzen. Wir sind wirklich hier Monatskerze um Monatskerze bilden wir daneben aus. Auffällig aber auch, dass wir Ausflüge Richtung 13.000 zu gerne abverkaufen, immer mal so einen langen Docht stehen gelassen haben. Jetzt sind wir wieder Richtung 13.2 gelaufen, wieder Schwäche gesehen. Gipfelphasen haben manchmal mein DAX durchaus längere Zeit gebraucht. Hier zum Beispiel, ne, Gipfel 2015 waren doch mehrere Monatskerzen, die wir ausgebildet haben. 2017, 2018 waren vier, fünfte Monatskerze setzte dann ein mit der Schwächebewegung. Und hier war die vierte Monatskerze 2020, die dann den Abverkauf eingeleitet hat. Jetzt sind wir auch schon mehrere Monatskerzen, die wir nebeneinander ausgebildet haben. Es wäre einfach Zeit, dass hier etwas Größeres passiert. Mal sehen, ob das auch zugelassen wird. 13.2 war der erste wichtige Widerstand. Haben wir nun fast erreicht. Im Future waren wir auch dran, abgeprallt. Auf der Oberseite wäre wieder 3.10, 3.15 zu nennen, das nächste Zone. Darüber 13.500 und darüber sogar das Allzeithoch. Aber die Luft war in den letzten Monaten in diesem Bereich immer sehr dünn. Auf der Unterseite die 12.490 knapp. Erste wichtige Support. Alte Hosse, Aufwärtstrend verläuft und darunter kommt hier auch gut zu sehen, Kreuzsupport, GD38 und das mittlere Bollinger Band treffen sich. Wo treffen sich 12.220, 12.230, 220, diesen Bereich, habe ich euch auch schon mehrfach gesagt, ab 12.200 kommt der übergeordnete Supportbereich. Oberhalb ist alles in Ordnung für die Bullen. Ab dort kommt der wichtige Supportbereich, dort darf man nicht wirklich nachhaltig durchbrechen. Unterhalb geht zur 59. 8,50, mittlere Bollinger Band hatten wir gerade besprochen im Quartalschart. Und wenn man dort wirklich nachhaltig durchtaucht, dann könnte wirklich diese Zone wieder aufgehen. Hier dieser Bereich mit natürlich mehreren Zwischenzonen, die wir haben. 11,3 haben wir, haben die 11,6, dann geht es hier weiter 10.800. Und hier unten kommen auch die gleitenden Durchschnitte EMA 100, SMA 100 im Gleichschritt bei knapp 10.700. Dann wäre eigentlich dieser Cluster offen, wenn man hier nachhaltig Zone 12.200 geht es los mit dem Kombi-Support. Mittleres Bollinger Band GD38 und findet letztendlich die Spanne bei 11.850 knapp die Unterkante. Das ist diese wirklich wichtige Supportzone ab 12.200. Unterhalb geht wirklich eine große Falte offen, kann Dynamik aufkommen und dann sind wir ganz schnell wieder im Bereich der 10.000. Oberhalb der 12.2, wie gesagt, die Bullen haben alle Vorteile. Aber so recht kommen sie eben nicht voran. Sie hangeln hier so eher entlang. Und ja, wenn man endlos hangelt und nicht rüberkommt, kann es auch mal einen Rückwärtsgang geben. Wir gehen mal in den Wochenchart hinein. Jede Kerze stellt eine Woche dar. Und gut zu erkennen, dass wir zum vierten Mal am Stück das mittlere Bollinger Band getestet haben, verteidigt haben. Wir hangeln uns etwas daran entlang. Die Bären können sagen, man hangelt sich, man klammert sich daran fest. Die Bullen können sagen, ach, man ist doch schön abgeprallt, hat eine lange Lunte ausgebildet, ist noch ein bullisches Signal. So hat jeder in der vergangenen Woche ein bisschen etwas für sich bekommen. Aber so richtig zuversichtlich schaut die Sache eben doch nicht aus, dass man sich da einfach nicht lösen kann. Wird ein erster wichtiger Support sein. Mittlere Bollinger Band verläuft in der nächsten Woche ungefähr bei 12.740. Da verlaufen auch weitere Unterstützung. Da wirklich ein wichtiger Support. Wenn man dort nachhaltig durchrauschen würde, wäre vermutlich diese Tür Richtung übergeordneter Supportzone. Es passt nämlich auch hier im Wochenchart gut zusammen. Bei 12.230 verläuft hier nämlich zum Beispiel auch schon der SMA 200. Also ab 12.2
In allen Zeitebenen kommen da wichtige Unterstützung zusammen. Deswegen auch direkt mal rot markiert dieser Bereich. Aber wenn man eben nachhaltig das mittlere Bollinger Band auf Wochenschlussbasis fallen würde, könnte es perspektivisch eben in diese Zone gehen. Was kann aus der nächsten Woche erwarten? Die 12.900, wann hat man 9.000? 12.910, man glaubt, Schlusskurs wäre der erste interessante Bereich. Kommen wir oberhalb rein, könnte diese Spanne hier erstmal aktiv sein. Inside Week sowieso, also innerhalb der Vorwochenkerze 59, 975, so 13.000 und 13.030 könnte dann die erste Spanne sein, sofern wir oberhalb wirklich reinkommen, oberhalb festsetzen können. Dann wird es hier schon ein bisschen schwieriger. Darüber könnte sich das Bild nämlich für die Bullen wieder aufhellen. Oberhalb der 13.000 Richtung 13.017, 13.100 und im zweiten Schritt 165, 210, 235 könnte dann angesteuert werden. Deswegen auch hier der grüne Pfeil. Oberhalb der 13.000, 13.030 etwas Aufhellung und das Vorwochenhoch könnte sogar genommen werden. Aber dort muss man eben erstmal rüberkommen. Unterhalb der 900. 12.910 hingegen ruft doch etwas der Weg über die 800 Richtung 740. Erneut das mittlere Bollinger Band wäre dann im Fokus bei 47. Wenn die 47 bricht, nachhaltig, dann wäre wirklich das Muster gestört und es wäre schon eine ernste Eintrübung. Kann es weitergehen? 630, 600 im nächsten Schritt, 540 und dann 490, 470 und die Vormonatstiefpunkte lagen bei 340 und 365 wären dann Haltepunkte vor der übergeordneten Supportzone. Vermutlich kommen wir aber erstmal innerhalb der Vorwochenkerze rein. Die Frage ist nur oberhalb des 12.9. oder unterhalb. Und das können wir uns hier im Tagesschart nochmal genauer anschauen, wie jede Kerze einen Tag darstellt. Unsere Freitagskerze war nochmal etwas stärker ausgeprägt. Donnerstag war kurz die Panik dabei und hat ein großes Abwärtsgap geschlagen. Haben aber den Wochensupport getestet und verteidigt. Freitag vielleicht auch der Einfluss vom kleinen Verfallstermin. Kann durchaus sein. Tiefer wollten die nämlich auch nicht abrechnen, die Stillhalter. Konnten wir da auch unter diesen Einfluss gestanden haben. Schluss war, können wir genau nochmal gucken, 12.909, also 910. Der Bereich, haben wir auch die Trendlinie noch vom September, könnte am Montag direkt im Fokus stehen. Habe ich auch direkt mal einen kleinen grünen Pfeil dran gemacht, 12.910. Falls man wirklich oberhalb reinkommt, direkt drüber ziehen können, wäre dieser Cluster hier eigentlich wieder aktiv. Mit dem Zwischenbereich hier GD38 bei 950, da haben wir das Gap Close, hätten wir bei 975, also oberhalb der 910, 950, 975 zur 13.000 wäre das unsere erste Spanne, die wir ausbilden könnten. Oberhalb der 13.000 wird der Bereich hier oben wieder freigeschaltet. Wäre am Montag vermutlich noch nicht relevant, aber ich nenne es euch bereits. Oberhalb der 13.000 dieser Cluster frei Richtung 13.100, 13.110, über die 13.030, 13.070 wäre dieser Bereich dann aktiviert. Kommen wir unterhalb der 12.910 rein, prallen bzw. prallen dort direkt auch wieder ab. Da wird es eigentlich dafür sprechen, dass wir den ersten Cluster sehen bei 12.840 zur 12.800. Hier kommt auch das mittlere Bollinger Band hingelaufen zur 12.800. Wäre das unser erster Cluster, 9.10.840 zur 800. Ein erster gute Tagesrange wäre das, wenn wir dort durchbrechen oder dann im Folgetag dann sehen, unterhalb der 800 geht es weiter zur 77 und dann zur 47, wie erwähnt, 47, mittlere Bollinger Band, horizontaler Support auch im Wochenchart, hier im Tagesschart verläuft bei 47, am Montag der SMA 100, also verstärkt diesen Bereich ebenso, deswegen auch rot markiert, das ist der wichtige Bereich. Wenn wir dort durchbrechen, Tagesschlussbasis, wäre das schon eine erste ernste Eintrübung. Dann geht es über die 700 weiter. Hier zum EMA 100 bei 6,35 knapp blau zu sehen. Darunter wieder die 600. Wenn wir dort durchbrechen, 5,60, 5,40, so 4,90, 4,70. Darunter weitere Marken bei knapp 4,40, untere Bollinger Band. Und der EMA 200 verläuft dann vermutlich irgendwo bei knapp 12.400. 5 sei einfach genannt, so viel werden wir vermutlich nicht gleich sehen, es sei denn, es kommt wirklich Panik auf. Wenn Panik aufkommt, kann ja eine Tageskerze ausreichen, um das alles zu durchlaufen. Aber dann bringe ich bestimmt ein Live-Video heraus und gebe euch ein Update. Also ich fasse kurz zusammen,
Der Markt etwas sorglos unterwegs, vielleicht auch etwas geprägt durch den kleinen Verfallstermin. Mal sehen, ob diese Sorgen aufgenommen werden. Zum Wochenauftakt wird der Bereich um 12.910 im Fokus stehen. Falls wir oberhalb reinkommen, wäre dieser Cluster erstmal aktiv. Über die 950, Gap Close 975 zu 13.030, erster Cluster, darüber Aufhellung mit Zwischenschritten zur 13.1. Unterhalb des 12.910 hingegen erste Spanne über die 840 zum mittleren Bollinger Band, wahrscheinlich bei 800 wird es Montag liegen, wäre unsere erste Spanne. Wenn wir durch die 800 auch durchrauschen, geht es über die 77 zur wichtigen Supportzone 47, mittlere Bollinger Band Wochenchart. SMA 100 hier im Tagesschart wäre da zu nennen, unterhalb der 47, erste ernste Eintrübung über 700 zum EMA 106 Richtung 6,35. Nun gut, das soll es eigentlich auch schon gewesen sein für den Wochenausblick. Wenn euch das Video gefallen hat, seid ihr herzlich eingeladen, diesen Kanal zu abonnieren. Dann bekommt ihr auch immer eine Benachrichtigung, wenn das Video online ist, das nächste oder der Livestream startet, das Morning Briefing immer 8.45 Uhr am Morgen, kurz vor Cetra-Eröffnung gibt es dieses Live-Video, seid ihr gerne auch zu eingeladen, ansonsten gerne ein Like da lassen und wenn ihr trotzdem keine Lust auf das Video habt, würde ich mich freuen, wenn ihr zumindest auf tradingportal.net vorbeischaut und mit im Trading-Chat dabei seid und dort aktuelle Informationen abgreift. Vielen Dank fürs Zuschauen und gerne bis später auf tradingportal.net. Macht's gut und ciao.